Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute auf Deutsch. Ich bin froh, dass ich heute den Experten hier habe. Tillmann, grüß dich. Hi Sebastian. Tillmann, was machst du bei Sono? Ich bin Produktmanager für bidirektionales Laden. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass das Fahrzeug nicht nur technisch die Möglichkeit hat, Strom abzugeben, sondern dass der Kunde das auch nutzen kann, dass das steuern kann über das Infotainment und auch sonst alles hat, was er braucht, um das zu nutzen. Super. Und du bist, glaube ich, auch zuständig für die Wallbox. Genau. Ja, zu der kriege ich auch jede Woche Mails. Wie sieht es denn da aus? Wann kommt die denn? Darum geht es aber heute nicht. Heute geht es um das Thema Laden vom Fahrzeug und speziell bidirektionales Laden, Bidi. Und die erste Frage, die immer kommt, warum ist das eigentlich so schwer? Was ist das Besondere? Und auch erstmal die Grundlagen. Was ist der Unterschied zwischen einphasigem Laden und dreiphasigem Laden? Genau. Ich habe da noch was vorbereitet. Und zwar folgendes. Einphasig kennt jeder, das ist der normale Schuko-Stecker. Wir haben zwei Pins hier, in den einen geht Strom rein, aus dem anderen kommt er wieder raus. Also eine Leitung im Endeffekt. Was wir haben hier eine Menge Pins und wir haben hier im Endeffekt 1, 2, 3 Leitungen, wo Strom reingeht und nur eine, wo Strom rausgeht. Also im Endeffekt, wir sehen es an der Dicke vom Kabel, das hier ist deutlich dicker, weil da eben drei Leitungen drin sind, die Strom führen. Im Gegensatz zu einem anderen Kabel. Und was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt, ich kann sehr viel mehr Strom und damit sehr viel mehr Leistung übertragen. Bis zu 11 kW mit diesem Kabel. Ja, okay. Das heißt, genau, das ist wichtig zu verstehen, eben drei Pins, viel mehr Leitung, viel mehr Leistung. Und das ist auch das Besondere eben. Der Sion kann beides, nehme ich an. Weil wir haben ja zwei Ausgänge auch. Genau, wir haben die normale Schuko-Steckdose. Das ist diese hier, da passt wunderbar der Schuko-Stecker rein. Einphasig und wir eben hier unseren Typ-2-Stecker, mit dem wir eben dreiphasig Strom abgeben können. 16 Ampere pro Phase, insgesamt bis zu 11 kW. Und das ist auch wichtig zu wissen, es gibt an der Wallbox auch nur ein Kabel und die gehen natürlich in beide Richtungen dann, oder? Ganz genau, das ist bei der Wallbox so und das ist auch beim Sion so. Also das ist der gleiche Anstoß, mit dem wir laden und mit dem wir auch entladen, zum Beispiel bei Vehicle-to-Vehicle. Was ist das Besondere bei Vehicle-to-Vehicle? Auf was muss man da achten? Vehicle-to-Vehicle ist besonders, weil es im Endeffekt erstmalig ist, dass ein Elektrofahrzeug ein anderes Elektrofahrzeug wirklich mit signifikanter Leistung laden kann. Also wir können hier wirklich mit bis zu 11 kW laden. Das ist das, was bei den allermeisten Fahrzeugen die AC-Ladeleistung ist. Und im Endeffekt wird damit jeder Sion eben zu einer mobilen Ladestation. Ja. Also 11 kW ist ja auch wirklich eine Menge. Das ist wie so eine Heimsauna zum Vergleich. Oder auch umgerechnet in Kilometer, 60, 70 Kilometer die Stunde, die man da transferieren kann. Das ist schon ordentlich. Genau. Frage, kannst du uns innen drin mal was zeigen, wie das dann aussieht als Kunde, was ich dann da machen kann? Ja, sehr gerne. Dann gehen wir rein. Komm rein. Okay, das sieht ja schon deutlich anders aus als beim letzten Mal, weil jetzt sieht man hier wirklich Live-Werte. Kannst du uns mal durchführen? Ja, sehr gerne. Genau, wir haben das Infotainment überarbeitet. Wir sehen gerade, das Fahrzeug lädt. Wir sehen zum einen, die Ladeklappe ist offen als Feedback für den Kunden. Das Ladekabel ist angeschlossen an den Sion. Wir sehen oben links den aktuellen Zustand von dem Fahrzeug. Das heißt, die Batterie ist momentan zu 64% geladen. Das entspricht 34 Kilowattstunden. Ja, und die Reichweite ist jetzt angegeben mit 230 Kilometer. Das liegt daran, dass das Fahrzeug jetzt nicht wahnsinnig viel bewegt wurde in letzter Zeit. Genau, und was sehen wir sonst noch für wichtige Parameter? Zum einen eben, wir sehen, wir laden mit AC. Die Ladeleistung beträgt gerade 6 kW. Und wir laden mit 9,8, knapp 10 Ampere pro Phase. Genau. Und was wir sehen ist, wir laden eben dreiphasig. Einphasig könnten wir nur bis knapp 3,7 kW laden. Dreiphasig kann das Fahrzeug eben bis zu 11 kW laden. Eigentlich geht es ja um das Thema Bidi. Ja, genau. Wie geht es denn da weiter? Genau, wir sind in unserem Menü. Oben ist der Tab Power Sharing. Und den haben wir auch. Einige von unseren Vorreservierern waren ja auch bei uns, um sich das schon mal anzuschauen. Einige kennen es vielleicht schon. Wir haben das getestet mit einigen Vorbestellern, um zu sehen, verstehen die Kunden das? Ist die Benutzung intuitiv und verständlich? Was sehen wir? Wir sehen zum einen weiterhin hier oben links, was ist der aktuelle Ladezustand vom Fahrzeug? Und ich kann jetzt eben hier mit diesem
Regler einstellen, bis zu welchem Limit ich maximal bereit bin, Energie abzugeben. Also das Limit ist dann hier oben angezeigt. Wenn wir jetzt entladen würden, spätestens wenn nur noch 20% in dem Fahrzeug in der Batterie enthalten sind, will das Entladen automatisch beendet werden. Warum ist das wichtig? Einfach, weil wir eben mit ja, schon relativ signifikanter Leistung Energie abgeben können. Mit 11 kW, was ich ja vermeiden will, ist, dass ich am Ende selber nicht mehr losfahren kann. Mhm. Genau, dann gibt es im Endeffekt nur noch zwei Einstellungen. Hier kann ich auswählen, welche Steckdose will ich eigentlich freigeben. Also wir haben ja gerade gesehen, wir haben vorne die Schuko-Steckdose und die dreiphasige Steckdose. Wir wollen Vehicle-to-Vehicle machen, deswegen habe ich jetzt die dreiphasige Steckdose ausgewählt. Ja, und wenn wir dann einen Tesla angesteckt haben, dann drücken wir auf Start Discharging und dann geht's los. Da bin ich mal gespannt. Ja, lass uns das mal ausprobieren. Ja, sehr gerne. Dann gehen wir mal hin und schauen. Auf geht's. Wir wollen heute mit dem Sion einen Tesla laden. Dazu benutzen wir unser spezielles Vehicle-to-Vehicle-Kabel, verbinden die beiden Fahrzeuge und starten das Laden. So, jetzt steht hier auch Laden gestartet, was gut ist. Sieht auch schon ganz gut aus. 0,1 Ampere. Laden gestoppt, Stromverlust beim Laden, aber jetzt fängt es sich, glaube ich, wieder. Ja, es dauert immer ein bisschen, bis er hochgegangen ist. Ja, jetzt wärmt er hoch. So, jetzt hat es angefangen zu laden. Die Frage ist, schaffen wir 11? 12 Ampere, 13 Ampere. 13 Ampere, aber wir können hier noch nicht höher gehen. Wir wollen auf 16 Ampere. Ja, am Anfang 13 Ampere lädt. Wackelt ein bisschen. Ah ja, jetzt kommt er. Aber wir kommen nicht höher. Immerhin dreiphasig. Hat er seine Ampere gemacht? Also er hat es zumindest geschafft, 12 Ampere. Das ist nicht die 16, die wir haben wollten, aber ich finde, es ist verdammt nah dran. Ich glaube, es fehlt nicht viel. Ich glaube, man kann auch nicht sagen, gewonnen, aber zumindest ist es eine super Leistung, weil, wie gesagt, der Sprung auf dreiphasig ist geschafft, es läuft stabil. Ja. Auf die 16 kommen wir noch nicht hoch, müssen wir gleich mal fragen, woran hat es gelegen. Aber ich glaube, das finden wir auch noch. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Sebastian, erste Frage, was machst du bei Sono? Ich bin verantwortlich fürs Ladesystem beim Sion. Aha, sehr gut. Dann bist du der Experte heute. Sozusagen. Die erste Frage ist, was passiert bei der Kommunikation Vehicle to Vehicle? Im Prinzip passiert das Gleiche, wie man, wenn man normal eine Wallbox benutzt. Sprich, die Wallbox generiert Kommunikationssignale, den sogenannten Control Pilot. Dort wird ein Spannungslevel zur Verfügung gestellt, das dem Fahrzeug anzeigt, hier ist eine Wallbox, mit der du angeschlossen bist. Und darüber hinaus ist ein PWM-Signal auf diesem Control Pilot aufmoduliert und über diesen Duty Cycle von diesem PWM-Signal teilt die Wallbox, in dem Fall das Fahrzeug, das Sion, dem Empfängerfahrzeug mit welcher Ladeleistung geladen werden kann. Also was mich jetzt hier mal überrascht, ist, das sieht aus wie ein normales Ladekabel, ein normales Typ-2-Kabel. Ist das die normale Norm oder wie funktioniert das? Korrekt, das ist alles die Standardnorm, die IEC 61851. Aha. Wir laden hier AC über Typ 2. Die Besonderheit an unserem Vehicle-to-Vehicle-Ladekabel ist, dass wir auf beiden Seiten die Female-Version haben vom Ladestecker, ja, damit man direkt zwei Fahrzeuge verbinden kann. Das ist die einzige Besonderheit. Ansonsten ist alles nach Standard. Ich meine, das ist natürlich richtig cool. Ich dachte eigentlich, man muss zwingend die gesamte, jetzt sind wir schon wirklich tief in den Normen, ja, ISO 15118 implementieren, dass da was rauskommt. Das heißt, der hat auch einen Modus, wo das dann nach dem normalen, mit einem normalen Kabel geht. Also die ISO 15118 ist nicht zwingend für AC-Laden, da reicht die IEC-Norm aus. Für DC-Laden braucht man auf jeden Fall die ISO 15118 mit der PLC-Kommunikation, aber für AC-Laden, reguläres AC-Laden ist das nicht nötig. Nein, das ist natürlich eigentlich ideal, weil dann ist das Kabel auch nicht so teuer. Da haben ja viele gedacht, sie brauchen da mega die Elektronik drin und das ist ja... Genau, dann relativ das ist der Vorteil, man braucht hier keine In-Cable-Wallbox mehr dazwischen, weil unser Fahrzeug simuliert die ganze Kommunikation, die sonst die Wallbox zur Verfügung stellt. Ja gut,
Ja, dann ist jetzt nur der spannende Moment, dass wir irgendwann auf 11 kW hochgehen. Ich drücke dir die Daumen. Genau, also aktuell haben wir aus Schutzgründen in der Software das ein bisschen reduziert, damit wir die Batterie nicht gefährden. Wird aber demnächst freigeschaltet, dann können wir das mit voller Ladeleistung sehen. Ja, was ich gesehen habe, ist, dass dreiphasig schon geht. Und das ist natürlich schon mal ein großer Schritt gegenüber einphasig. Genau. Dass man da schon mal ordentlich Power hat. Ja, sehr cool. Also gerade die Info, dass das eben das normale Typ 2 ist, finde ich super. Danke dir. Alles klar. Okay. Merci. Okay. Ciao. Ciao.